Herzlich willkommen zum Chat-Duell. Heute treten gegeneinander an die drei Nicht-Asiaten der Bohnen gegen das Super-Tag-Team von Sieg Hein und Sebastian Vettels. Beifahrer Uke. Und hier ist euer Gastgeber, André Schürles, PR-Beraterin Sophia Katz. Dankeschön. So, herzlich willkommen im neuen Jahr. Manche von euch sehe ich ja zum ersten Mal. Simon, schön, dich wiederzusehen. Ich war schon mal, ja. Ich stand schon mal hier und ich stand auch schon mal da. Aber da stand ich nicht hier. Ja, alles ist anders diesmal. Alles ist anders diesmal. Aber ich stand da, als Simon da stand. Ja. Ich stand noch nie. Und ihr werdet nie wieder hier sein. Hauptsache, ihr standet. Das ist das Umschmeißen und einfach abhauen. Wollten wir nicht ruckzuck spielen? Moment, ihr braucht die Kopfhörer. Nein, wir müssen das umbenennen, bevor wir das spielen. Achso, ja, also, zack, zack. Zuck, ruck. Zuck, ruck, gefällt mir. Okay, das ist ein Konzept, du moderierst es, du bist der Gast für immer. So. Uke, Bosse, anders. Anders. Ich verstehe überhaupt nichts, okay. Ich bin total verwirrt. So, heute bei uns der Kampf der Giganten. Hamburg gegen Berlin, Team Bart versus Team ohne Bart. Team groß. Das ist alles wert. Das groß. Zählt natürlich nicht. Das ist ein Mustache. Simon hat ist auch ein Bart. Ich habe extra, Simon extra heute gefragt, ob er einen Dreck. Bart hat. Und Simon hat ja gesagt. Das heißt, es ist seine eigene Wertung und das zählt als Bart. Okay. Der Bartträger entscheidet. Fabians Witze haben halt auch einen Bart. Ist das dann nicht irgendwie so, dass er dann... Muss er hier hin? Das weiß ich nicht. Ja, so gut, komm her, dann haben wir viel gegen zwei. Ihr habt sogar Lacher vom Band. Alter, was ist denn hier los? Das sind keine Lacher vom Band. Willst du mich verarschen? Das ist ein Publikum. Publikum, ja. Also bitte. Ey, sag mal, Fabian, gab es keinen V-Ausschnitt mehr? Da hängen ja lauter Gebamsel dran. Und ein Punkt geht direkt an Group Bohnen. Ja, entweder ihr bist dagegen oder ihr habt jetzt weiterhin null Punkte. Wir wissen natürlich. Ja. Fickt euch. Krieg ich dafür einen Punkt? So. Nein. Nee, warte, wir wissen besser. Selber. Selber! Okay, so, ich sehe schon, die Leute haben das Spiel hier ein bisschen falsch verstanden, damit auch dieses Team das Spiel richtig versteht. Schauen wir uns mal kurz eine Matz an, damit wir wissen, was gleich abgeht. Also, Ingo, Film ab. Wir stellen Fragen, ihr gebt die Antworten. Beispiel, nennt ein Format auf Rocket Beans TV. Um mitzumachen, tippt Ausrufezeichen CD Leerzeichen plus eure Antwort in den Chat. Mehrere Wörter sind mit Leerzeichen zu trennen. Ihr könnt groß oder klein schreiben mit Umlauten und SZ. Die häufigsten Antworten ergeben gemeinsam 100%. Den Anfang macht Runde 1, in der unsere Teams die 6 häufigsten Chat-Antworten suchen. In Runde 2 sind die 5 häufigsten Chat-Antworten gefragt. Für Runde 3 müssen die 4 häufigsten Chat-Antworten gefunden werden. Für die ersten 3 Runden gibt es die einfache, doppelte und schließlich die dreifache Punktzahl. Es folgen die Glaubensfragen, in der ihr 2 Optionen zur Auswahl bekommt, zum Beispiel Hund und Katze. Die Kandidaten raten im Anschluss, wie viel Prozent von euch sich für CD-Hund bzw. CD-Katze entschieden haben. Alle bislang gesammelten Punkte werden jetzt für das Finale in Sekunden umgerechnet. Je mehr Punkte, desto weniger Zeitdruck für den jeweiligen Teamcaptain, der die 5 Finalfragen möglichst schnell und möglichst richtig beantworten muss. Wer im Finale die meisten Punkte abstaubt, gewinnt das Chat-Duell. So, na, hören wir mal kurz mit dem Tuscheln auf. Hallo, passen wir mal kurz auf? Ja. Nice. So, also, erstmal gibt es natürlich für den Chat, da wir das interaktivste Format im deutschen Universum und überhaupt im Universum sind. Im deutschen Universum. Das ist korrekt. Aber nur im deutschsprachigen. Vielleicht zu viel Universum. Da kann ich jetzt natürlich nichts für. Nee, wir diskutieren das jetzt nicht aus. Weil eigentlich haben wir natürlich den Krieg gewonnen. Die Russen. Jetzt aber. So, aber deswegen diskutieren wir das jetzt gar nicht erst aus. So, wir kommen nämlich zu der ersten Frage, über die der Chat abstimmen darf. Das heißt, ihr unten ist jetzt für euch eingeblendet, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise ihr habt es ja auch gerade erklärt bekommen. Richtig, da ist der geile Sound. Das ist abgeklebt so, da unten. Das ist unfair. Ich bin unten auch. Hallo Welt. Das ist extra. Genau. So, und solange der Chat Zeit hat, hier ein bisschen abzustimmen und alles sich auszusuchen, was ihr gleich so erraten dürft. Schauen wir uns erstmal an, wer ihr so überhaupt seid.
Wir fangen mit euch an, eure Punchlines. Achso, wo müssen wir dann gucken? Hallo, mein Name ist David Hein und ich gehe heute so richtig rein. Yeah! Hallo, mein Name ist Uke Bosse und ich stehe zwischen David Hein und Fabian Siegesmund. Hallo, ich bin Fabian Siegesmund und ein bisschen kleiner und bei mir ist der Name Sieg ja schon mit drin. Nein, das Wort Sieg, wollte ich sagen. Oh. Ja, wir sind schon lange hier. Oh. Habt ihr auch eingeblendet? Oh. Danke. Unzufriedenheit herrscht im Team Bohnenlager. So, Bohnenlager. Nicht das Mobiliar. Kann man überhaupt nicht. Erste Unstimmigkeiten beim Team Astra. Ich glaube, ich finde den Winkel aber so ganz okay. Warte mal kurz. Nee, das ist okay so. So, okay. David? Ja, David. Echt jetzt? Ja. Na toll, ich mache immer alles falsch, dabei habe ich... Nein, du hast gerade alles richtig gemacht. Das ist so ein Fußballspieler, ne? Ach so, was habt ihr denn zuletzt gewonnen? Die Weltmeisterschaft, aber lass mal. Ach scheiße, nicht schon wieder. Ach. Nein, aber wie ist das denn bei dir? Du bist ja, darf man sagen, dass du YouTuber bist? Darf man das? Oh. Jetzt, Holland, jetzt lehnst du dich weit aus dem Fenster. Jetzt lehnst du dich weit aus dem Fenster. Ja, also ich mache Videos auf YouTube, weil sonst kein anderer meinen Content haben möchte. Ich mag tatsächlich dein Startvideo ja ganz gerne, das du dann momentan drin hast. Get a room. Hallo, nur weil du neidisch bist. Lass uns mal unsere Zeit, ey. Nur weil du Dozent an der Uni bist und jetzt gerade nicht im Talk. Professor, bitte? So viel Zeit muss sein. Ja, auf die 4 Wochen kommt es auch nicht mehr an. Für Professor muss man wissenschaftliche Arbeit machen. Ich dachte, hier geht es um mich. Ja, entschuldige mal. David. Was? David? David. Sag ruhig André. Wenn du es nochmal immer falsch machst, sagt er heute nichts mehr. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Halt die Klappe. Was weiß er denn? Für sein Selbstbewusstsein. Du kommst doch in Runde 3, wir reden auch noch so. Jetzt warte doch mal. So lange David muss hier bleiben, seine Zeit. Ja? Ach, okay, so, können wir mal anfangen? Genau. David. So. Hast du denn einen bestimmten Namen für deine Follower oder deine Abonnenten? Sowas wie Bibinator oder so? Ja. Heinzelmännchen. Die Heinzelmännchen wäre eine gute Sache. Nee, die habe ich nicht. Ich mag diese. Heinis ist auch gut. Du nennst sie jetzt Heinis. Wir haben das jetzt beschlossen, Heinis. Heinos. Gut, dass du fragst. Heinis nenne ich meine Fans. Ey, das ist voll gut. Ja, ja. Manchmal dann auch Heinzeller. Was auch. Guck mal, hat sich jetzt schon gelohnt, hierher zu kommen? Ja, hat sich wirklich gelohnt, ja. Ja, hat sich gelohnt. Sehr schön. So, wollt ihr euch auch mal vorstellen für die Leute? Ja, sehr gerne. Es gibt ja auch Leute, die sind... Das ist gar nicht so leicht. Natürlich. Wenn man es im Fernsehen sieht, ist es so leicht, aber wenn plötzlich die Kamera angeht, ist das voll kompliziert. Ja, manche... sehen vor allen Dingen viel größer aus, das mir mal aufgefallen. Bärtiger. Die sind schon ganz schön klein. Ja, ist schon krass. Aber manche Menschen sind ja nur wegen Fabian, David und Uke. David und Uke hier. Das war das dritte Mal auf Wiedersehen. Dafür gibt es auch einen Punkt. Na, ja. Ja, okay. Na gut. Für die Sophia. Okay, es steht 1-1, weil ihr gedisst habt und weil ich euren Namen so oft falsch gesagt habe. Es steht 1-1. So, stellt euch mal vor für die Neuen unter uns. Hi, ich bin Nils und ich trinke niemals Alkohol in der Öffentlichkeit. Hi, ich bin Simon und von Team Astra kriege ich Asthma. Super! Ich fand das ganz okay. Ich wusste nicht, dass man das darf. Nils. Du musst das jetzt so machen wie ich und das Bier schnell verstecken, so als ich Glühwein getrunken habe. Da habe ich den Glühwein auch schnell gegen Bier getauscht. Das ist auch niemandem aufgefallen. Nils, du siehst gerade so ein bisschen aus, wie als hättest du gerade bei der Baba Gump Company gearbeitet. Hast du gerade Schrimps gefischt? Ich hab Schrimps überfischt sogar. Ich habe die Weltmeere leer gefischt. Ich als Biologe Schrimps kann das natürlich sind offiziell ausgestorben. Ich hab Schrimps ausgerottet. Und was ist mit Nordseekrabben? Tot. Nein. Nordseeknappen. Aber Nordseeknappen? Gehen wie eine Reihe bei euch. Nordseeknappen. Nordseeknappen. Das ist die geile Nachfolge. Ja. Lass den Jungen doch jetzt mal seine 5 Minuten. Ey, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ihr seid so gierig. So. Ihr habt euren eigenen YouTube-Kanal für euch alleine. Du bist in jeder zweiten Fernsehwerbung. Und ihr könnt dir nicht mal die Fresse halten. Das stimmt echt gut. Ja, ist doch so. Du kannst mir nicht die Themen vorwegnehmen. Ich wollte ihn über Werbung später auch. Ja, es muss aber... Außerdem, vielleicht lernt ihr mal, wie man Klebefolie benutzt. So, bevor ihr das ausfechtet, können wir direkt die Team-Captains mal hier vorne ranholen. Bin ich Team-Captain? Ja, Hände, hallo. Hände hinter den Rücken, bitte, die Herren. Ich will da nicht raufkommen, aber du legst das so hin, dass man das nicht übersehen kann, ne? Was denn die Frage? Ja, so alles so. Vielleicht nimmst du es mal weg. Keine Sorge, die Frage ist nicht offen. Okay, das ist gut. Ich habe soweit gedacht. Seid ihr bereit? Kann ich einmal testen? Nein.
Du kennst das doch schon. Ich will nur, oh Mann, David. Oh, ich will nur meine 12! Nein, es gibt minus den einen Punkt, den ihr für Sympathie bekommen habt. Er muss eigentlich jetzt antworten, ne? Nein, Reglement. Ich hab doch nur mal, du hast gesagt testen. Und ich wollte nur meine Reflexe testen, aber nicht darauf hauen. Jetzt hast du eigentlich schon gebuzzert. Eigentlich musst du naja, aber technisch gesehen habe ich noch nicht gesagt, dass es losgeht. Genau. Und außerdem ist David ganz sympathisch. Ich bin auch ganz neu und sympathisch. Ah, jetzt kann sie auch schon meinen Namen richtig. Okay, ja, gut. Ich muss mir aber voll Mühe geben. Im Sack. Ist echt Konzentrationsarbeit. So, es geht los mit der ersten Frage. Und zwar... Nennt mir einen Film mit Johnny Depp. Lone Ranger. Ich hab's akustisch nicht. Lone Ranger. Oh, die schlechte. Lone Ranger. Ja, echt? Bleib, ernsthaft? Dann bleib ich direkt mal hier. Ist der aktuellste. Es wird den meisten in eine Einfallen. Nicht mal. Nicht wir mal. Schauen mal, was der Chat wirklich gesehen oder nicht gesehen hat. Lone Ranger. Hat der Chat das geantwortet? Nee, vielleicht auch nicht. So. Da bin ich dran, ne? So, Fluch der Karibik, Top-Antwort, ich gehe schon mal nach Hause. Fluch der Karibik, meine Damen und Herren, die Antwort. Nice. Das heißt, David konnte nicht den ersten Zug nach Hause holen. Der erste Zug geht. Ja, David hat es mit Filmen. Mit Filmen, das ist echt nicht so. Das war jetzt gemein. Karibik ist auch, da hat er echt so ein Problem mit, weil. Hat er da so ein Kindheitstrauma? Ja, ja. Nordsee ist hier. Hat jemand auf die Risse getreten, seitdem. Ja, dann könnt ihr euch gleich absprechen, falls die hier genug Fehler machen. Aber erst bei dem zweiten X-Chen, oder? Bei dem dritten X-Chen dürft ihr übernehmen und versuchen, die Punkte zu machen. Ja, aber wir dürfen nur für den zweiten. Und nimmst du nicht die, die ich. Mach doch ruhig. Mach mal so. So, okay, Team Boom. Hallo. Wir sprechen uns nicht ab. Aha. So, Nils hat erfolgreich geantwortet. Fluch der Karibik. Wie viele Leute haben das denn gesagt? Alle. Top Antwort. 99. Liegt bei 50 Prozent. Oh, 50 Prozent haben das 50 Prozent des Chats. Das ist schon eine ganze Menge. Leute. Wie kann man so, dann gehen wir natürlich weiter zu Simon. Simon, was, welcher Film mit Johnny Depp fällt dir als erstes ein? Mir fallen wirklich eine Menge ein. Es ist sehr schwierig, weil ich glaube, dass doch die nicht, es geht nicht zwingend nach IMDb-Ranking, sondern einfach, was man noch so im Gedächtnis vielleicht hat. Der zweite, man erklärt das auch gerne im Fernsehen, im Web, bei uns. Und zwar dachte ich als zweites an Sleepy Hollow. Und das ist ja, na gut. Warum nicht krass, der? Nicht warum why not Sleepy Hollow? Why not Sleepy gedacht. Hollow? Sleepy Hollow. Hat das jemand im Chat geantwortet? Yeah. Ja! Ja, Mann! Platz 4 mit insgesamt 11 Prozentpunkten. Immerhin. Immerhin, besser als gar nichts. Etienne, der Profi unter den Filmleuten hier in der Runde. Ich habe ja ein bisschen dazugelernt, wie dieser Chat tickt. Ne? Ja, ja. Und er geht ja tatsächlich nicht nach Qualität oder sonst was, sondern das, was als letztes im Hirn war. Deshalb sage ich Black Mass, weil das der letzte war, der im Kino war. Das glaube ich fast. Aber der war neu. Der war nicht erfolgreich, aber das ist das, was die im Hirn haben. Ich hätte ihn auch nicht genannt. Kurze Aufmerksamkeit. Wir schauen, was der Chat wirklich im Hirn hat. Black Mass. Fuck! Sie haben auch Black Mass im Gehirn, so sieht's nämlich aus. So, das erste Kreuz für Team Boon. Wir fahren gut, weiter fort mit mir. Ich hab zwei Burner jetzt im Kopf, aber ich entscheide mich... Fluch der Karibik 2? Nee, das zählt aber nicht. Nee, ich glaube, ich sag Fear and Loathing. Ist das so? Wie sicher sind alle Teile zählen immer in eine Reihe. Ich habe meine Antwort bereits abgegeben. Fear and Loathing. Sag ich. Oh, das ist natürlich da, oh, okay. Boah, der ist ein der Klassiker. Bei sowas ein von. Klassiker. Fear and Loathing in Las Vegas. Ja, Mann. Auf Platz 5. Oh, aber immerhin ist er drin. Aber wie viele Prozentpunkte hat er? Zu wenig Leute, die Drogen nehmen. Nur 9%. Das muss sich ändern. Das genau. Was ist los in Deutschland? Nein, Simon, möchtest du das kommentieren oder den nächsten Film ansagen? Ja, ich möchte es nicht kommentieren. Okay, ich formuliere es anders. Du musst jetzt den nächsten Film ansagen. Ja, ich kann mich erinnern, als ich das moderiert habe, haben die manchmal auch lange überlegt. Dann hat man die kurz so gibt's bei kurz mir nachdenken nicht. Lassen. Ich kann Sophia in ein Gespräch verwickeln. Und du willst mir jetzt einen Sophia. Okay. Möchtest du mich jetzt diese die Fuddeln, Sophia, die Fuddeln. Okay, Simon, du an. Okay. Nein, hier, Simon, 3, 2. Okay, A Corpse Bride. Du hast ja ein Herzchen auf deinem Schild. Was hast du gesagt? Ja. Da hat aber einen Sprechrollen. Verbinde ich trotzdem mit Johnny Depp. Es gilt ernsthaft. Was die Community sagt. Seid ihr jetzt. Na gut, ja, jetzt macht ihr mich unsicher. Nein, das war die Antwort. Die Antwort gilt. Finde warm. A Corpse Bride. Ja! Jetzt müssen wir uns unterhalten. Wie ich wusste. So, das ist das. Mir ist so schnell keine mehr zweite eingefallen. Zweite Kreuz. Team Astra darf sich nun offiziell beraten. Wie man sieht, haben sie die Möglichkeit direkt wahrgenommen. Hättest du das? Etienne Gardet, es ist deine Chance, mach's das jetzt. Den Punkt jetzt entweder nach Hause zu holen oder es zu verkacken. Edward mit den Scheren hinten. Ach, natürlich! Das ist eine sehr gute Antwort. Zack!
Edward mit den Scherenhänden. Liegt auf, Platz. Ja. Drei, sehr gut. Mit insgesamt wie viel Prozentpunkten? 12. 12. Nicht schlecht. Insgesamt hättet ihr jetzt 91 Punkte. Das heißt, ihr dürft noch mal ein bisschen weitermachen. Ja, wir können nur noch weitermachen. Ja, ich versuch's. Lass es sein. Gut, ich versuch's mit Desperados. Ich trinke auch voll gern Desperados. Oh, nee, hast du jetzt hier noch welches? Oh, Nein. Schlechter Gag. Ja, okay. Gut, ich muss es. Was soll ich tun? Desperados, der Film. Teil, den du meinst. Wie viele Leute haben den gewählt? Scheiße, das war einmal. Oh fuck, ich hab's verkackt. Regie? Oh scheiße, stimmt. Wir verkacken jetzt gerade. Desperados? Ja, nee, das war einmal ein Mexikanmeister. Der heißt gar nicht Desperados. Es heißt gar nicht Desperados. Da hat Nils wohl zu viel Bier getrunken. Oh, zu wenig. Tja, das wäre dann das dritte Kreuz für Team Bohnen. Stimmt, das heißt, ich war immer. Es tut mir jetzt ein bisschen leid. Jetzt, nee, du hast dir so viel Mühe gegeben und oder jetzt heißt der vielleicht im Original vielleicht jetzt geht so. Mal an die Bahn. So, jetzt Team Astra. Ihr habt jetzt die Chance, wenn ihr die richtige Antwort gebt, die Punkte abzusahnen plus das, was ihr jetzt antwortet, wenn ihr einen Film nennt, der in der Liste drin ist. Wer antwortet jetzt? Du also im Frühjahr, ich habe das schon mal gesehen, da war es immer so, dass jeder was sagen durfte und der Captain hat dann entschieden. Für was er sich entscheidet. Genau, also ihr habt euch ja eh beraten, das heißt, der Captain antwortet jetzt für euch alle. Ich glaube, wir sind uns einig auf Alice im Wunderland. Interessant. Nicht mein Lieblingsfilm, aber eine interessante Wahl. Ja, wir hätten jetzt zwischen From Hell oder Alice im Wunderland sind glaube ich die beiden. Wir nehmen Alice im Wunderland. Nee, stimmt doch gar nicht. Aber sag ich später. Alice im Wunderland. Wie viele Leute haben das gewählt? Ja! Er ist dabei! Platz 6, Alice im Wunderland. Haben im Chat gewählt. Hallo. Coole Community. Immerhin 4%, aber 4%. Nein, Community. Nice. Ihr habt echt eine super Community. Die beste Community. Top Community. Wenn ich das hier aber so sehe, als guter Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, sehe ich natürlich direkt, dass diese Zahl nicht stimmen kann. Weil 50 plus 12 plus 11 plus 9 plus 4 sind natürlich 86 Punkte und nicht 95. Gell? Ah. Nice. Kriegst du 4 einen Punkt? Kriegt Sophie auf jeden Fall auch einen Punkt. Punkt an den Moderator, der Aufmerksame. Im Fernsehen war es so. Die Regie kriegt einen Punkt abgezogen. So, und jetzt fehlt natürlich der zweite. Was hättest du noch gesagt? Ich hätte Schokolade gesagt. Schokolade. Hallo, sehr schöner Soundtrack. Habt ihr viele Frauen in der Community? Oh, weißt du, was ist Schokolade? Ohne Schokolade. Fast ausschließlich. Charlie, die Schokolade. Charlie, das ist Schokolade. Alter, ich dreh durch. Oh Mann, warum fällt mir das gerade nicht ein? The Tourist. Wir sagen auch ich lasse es noch kurz leiden. Schokoladenfabrik, nachträglich. Ah, wieso habe ich eigentlich meinen Vorschlag abgegeben? Dürfen die das? Nein. Dürft ihr das überhaupt noch sagen? Oder kriegt ihr nur noch die Punkte? Ich war mir nicht sicher, ob Edward mit den Scherenhänden genommen wird. Weil nein, wir schauen jetzt, was noch offen ist. Und die letzte offene Antwort wäre dann... Natürlich. Wir haben echt nur Junkies in der Community. Und das war wirklich eine Drogenpiraten und Junkies. Insgesamt 14%. Wer ist das? Ich kann das nicht. Ich muss mich ja irgendwo hinlegen. Blow. My mind is blown. Leute denken, das ist nicht ein Problem. So. Sie kommen die gar nicht drauf, ne? Das stimmt. Dumm. So, solange die hier alle diskutieren, verrate ich euch kurz, dass es jetzt um die zweite Chatfrage geht. Das darf hier natürlich keiner mitbekommen. Wir schauen nämlich sonst hinter die Scheiße, die haben den Ton gehört. So, es geht für den Chat um die zweite Frage. Ihr dürft jetzt abstimmen, welche Antworten müssen die Jungs hier erraten. Fein. So, wer möchte mit mir reden? Ich bitte. Ach, schade. Ich glaube aber... Ich. Nee, eigentlich stehe ich ist eigentlich da. Nicht Neil. Ja, du willst jetzt ans Pult dran gehen. Okay. Bist du sicher, dass du dran bist, mit mir zu reden? Ich weiß es nicht. Naja, weiß eigentlich müsstest du hierher kommen, kurz mit dem Smalltalk machen. Ja, hallo, so. Simon. Smalltalk. Simon, wie geht's dir so? Was hast du in Silvester gemacht? Waren wir nicht alle zusammen? Nee, ich war allein daheim. Ich bin rausgegangen, dann wurden mir drei Böller vor die Füße geworfen. Nee. Und da ich mir den Ohren jetzt nicht so hab, bin ich dann direkt hochgegangen. War auch schön. Geiles Silvester. What too soon? Von irgendwelchen Leuten. Was wollte ich sagen? Zweisamkeit ist ja das Wahre. Ich dachte, du warst alleine. Nein, mit meiner Freundin. Wir sind eins. Du hast mir gerade eben aber gesagt, du warst alleine. Das hat er seiner Freundin auch gesagt. Verdammt. Da komme ich nicht mehr raus. Ja. Danke, dass ihr alle zusammen meine Beziehung ruiniert habt. Liebe Grüße an Simons Freundin. Ich war natürlich auch alleine. Die guckt das doch nicht. Nein. Ja, aber jetzt, du wolltest mich doch eigentlich noch. Das ist viel zu leicht. Das passt eigentlich. So, dann gehen wir mal wieder weg. Muss ich denn nicht jetzt die nächste Frage oder so? Nee. Theoretisch. Kommen wir noch zu. Machen wir gleich. Ja.
Uke. Was? Eigentlich wollte ich ja, eigentlich bevor ich Simon angepöbelt habe, wollte ich dich anpöbeln. Mach doch, deine Show. Wie ist das eigentlich so? Du bist ja, ich sag jetzt mal, darf ich Dozent sagen oder bist du echt Professor? Ich bin Dozent. Nein, ich bin Dozent. Du bist aber nicht Professor, ne? Du hast ja keine Professur. Noch nicht, nee, ich bin Dozent. Schreibst du, arbeitest du an einer? Ich finde das interessant. Ich bin vielleicht, man soll das ja nicht zu früh sagen, für den Fall, dass nicht irgendwie noch was schief läuft. Wie bin bei einer Dozent. Schwangerschaft. In App war so. Das ist fast dasselbe. Ja, eben sehr genau. Gut. Was ich dich aber fragen wollte, wenn ich bei dir Unterricht haben will, muss ich dann in Hamburg oder in Berlin studieren? In Berlin. Ach was, ich dachte, du bist bei der HAW. Nein. Wie kam ich denn da drauf? Wo bist du denn in Berlin? Ja. Games Academy. Ich bin an der Media Design Hochschule in Berlin. Das ist so, das ist sehr unangenehm, hier noch beizuwohnen, muss ich sagen. Warum? Ist es okay, wenn ich hier so runtergehe? Das ist rein studentisches. Nein, okay, wenn hier keiner Bock auf einen kleinen Smalltalk hat, dann beenden wir das. Das sind einfach nur lass uns doch mal weiterreden. Okay, dann lass uns gerne weiterreden. Ja, komm, wir machen das mal so. Du aber wen interessiert? Ich bin nicht der Captain. Du bist Ukes, der Captain. Ukes Studenten haben eine ganz tolle Pokémon-Karte gebastelt. Von Uke. Das darf man doch erzählen, Ukemon, oder? Ein Fan des Ukemon. Ukachu, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ukachu ist, ist aber echt voll süß. Ja, der ist total süß. Der hat auch die geilen Mega-Fähigkeiten. Sag mal kurz, wie du, damit die anderen das nachschauen können, @bobgott auf Twitter. Ist korrekt, ne? So, dann müsst ihr aber ein bisschen runterscrollen, weil ich habe natürlich gut recherchiert. Recherchieren kann sie, wenn sie eins kann. Dann auf jeden Fall ihre Gäste recherchieren. So, und das ist ein sehr süßes Ukemon. Das hat auch ganz tolle Eigenschaften. Was war da? Kaffeepause gab es als Eigenschaft? Exmatrikulieren. Stimmt, das fand ich richtig. Habe ich schon ein paar Mal angewendet. Ich habe gehört, es gibt auch... Also ganz kurz, ich hatte Leute, die nicht wussten, was Monkey Island ist, ja? Hast du die direkt... Die gesagt haben... Da hört nämlich mal echt der Spaß auf. Die gesagt haben, die haben es gegoogelt, auf Twitter angeguckt, auf Google angeguckt im Internet. Ich bin schon ein bisschen betrunken, Team Master. Und haben gesagt, das ist aber eine schlechte Grafik. Oh. Ich sag so, sorry, das war's mit dem Studium. Stimmt aber ja. Bachelor. Aber dann Fluch der Karibik klicken, ne? Oh ja, stimmt, du kannst eigentlich direkt hier stehen bleiben. Was, wieso? Du bist doch der Captain. Nein. Jetzt hast du nie ferngesehen. Aber es ist schon so, Fernsehen, wer guckt denn Fernsehen? Guckt nur YouTube. Hände unter den Rücken. Es kommt zu Runde 2. Oh, Moment, ich muss die Frage kurz verstecken, aber gut, dass hier alle so abgelenkt sind. Simon, der zuckt eh immer so. So, beide die Hände hinten. Ich muss natürlich gut aufpassen. Du hast natürlich musst mehr Spielraum. Ich muss ihm ganz kurz gucken, wie weit das geht. Nein, Hände. Nein. Ich muss ihm kurz, dass ich weiß. Das ist wie beim Nageln. Also so beim Nageln? Nageln. Hier, wo man. Wollten wir das nicht nachher besprechen? Machen wir noch mal. Das ist ja die Aftershow-Party. Los, diese aufgeladene Stimmung hier. Immer wenn eine Frau da ist, du weißt doch, wie das ist. Hier war schon mal eine Frau? Nein, an der Position nicht, nee. Sehr gut. Nein, erklären wir später. So, zweite Frage. Hallo, es geht um die doppelte Punktzahl. David, bitte. So, doppelte Punktzahl. Frage 2. Tim Burton-Filme ohne Johnny Depp. Da gibt's welche? Okay. Okay, Frage 2. Nennt etwas, das man wäscht, dem... Ich dachte auch mir, da kommt noch was, oder? Jetzt hast du die Frage nicht richtig gehört. Alter, das habe ich gesehen. Abzug hier. Hat er uns keiner gesehen. Fabian, daneben ist es nicht passiert. Haben die gespielt? Ich habe es nicht gesehen. Guck die nicht an. Ich weiß nicht, wovon er redet. Was, dass man wäscht? Zeig mich auch nicht. Ich hätte damit nichts zu tun. Klar, ich stand hier und hab angeschaut. Antworten in 3, 2. Unterwäsche. Nice. Wäscht man natürlich manchmal. Hat der Chat seine Unterwäsche gewaschen? Natürlich! Die Frage war wirklich, was man wäscht? Darf ich die Frage noch beenden? Ich muss kurz fragen. Für Simon. Also du musst stehen bleiben müssen. Für Simon darf ich die Frage beenden. Ja, wenn das die Frage war, dann weiß ich es ja jetzt. Aber ich hatte das Gefühl... Lass doch mal nein, du kriegst den Rest der Frage zu hören. Das ist jetzt Zufall, dass Uke... Wir stößen da übrigens gerade das Bier um. Dann, hallo? Moment, ganz kurz. Dann die Frage ist... Stell dich mal bitte wieder hin. So. Was ich mich frage, ist eigentlich nur, die hatten jetzt dann vielleicht Glück, dass die Antwort unter Hose drin ist. Das ist korrekt, die hatten Glück. Aber dann dürften die Frage jetzt trotzdem nicht wissen und nur wir müssen eigentlich die Frage wissen. Naja, es kommt, nein, pass auf, Simon, ist das ja schon so? Das ist gleichbedeutend mit, ihr wolltet sie ja nicht hören. Ja, aber die haben jetzt Glück gehabt, haben die richtige Antwort drin. Das heißt, du hast jetzt die Chance, die volle Frage zu hören und eine höhere Punktzahl zu bekommen. Glück gehabt. Geh wieder zurück, wir müssen wieder zurück. So, der Luckshot mit insgesamt wie viel Prozentpunkten? Wo kackt ihr rein? An Uke mit 8 Prozentpunkten. Was ist denn jetzt, was du machst? Du kannst... Uke, geh wieder zurück. Nein, der Uke
Gurke muss doch vorne stehen bleiben. Warum muss um entschieden? Warum werde ich hier immer hin und her geschoben? Wollt ihr mich nicht mehr haben, so, oder was? Die Frage für Simon. Simon, pass auf, eigentlich heißt die Frage. Ja. Nennt etwas, das man wäscht, nachdem man es benutzt hat. Wir sind immer noch dran, richtig? Eigentlich sind die aber noch dran jetzt, oder? Du bist jetzt dran. Nein, hallo. Kinder, Simon ist jetzt dran. Simon gibt jetzt seine Antwort. Und der die höhere Prozentpunktzahl hat, dessen Team bekommt die Gelegenheit, die Antworten zu geben. Warum das denn? Weil das ist so. Natürlich. Das war vorhin doch genau. Was wäscht man denn schon? Man muss doch auch. Simon, komm, antworten. Wir können nicht ewig machen. Nein, schaut euch nicht an. Schaut, da werden Gedanken übertragen. Hört auf. Du betrügst gerade genau. Nein, schau nur mich an. Du schaust nur mich an. Wir brauchen jetzt eine Antwort. Ich wasche sehr viel. Das ist gut. Und ich würde sagen, prozentual sind am meisten in meiner Waschmaschine Handtücher. Nein. Das ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Antwort. Wie viele Handtücher wurden gewaschen? Ich habe nicht zugehört. Was? Ja, so, jetzt holen wir das Ding heim. Handtücher aber werden nicht gewaschen. Unterhose 4 ist. Es kann nur eine Sache ihr müsst sein. Leider, Simon, du musst leider an deinen zweiten Platz zurückgeben. Aber jetzt mal unfassbarerweise, obwohl Team Astra die Frage nicht mal zu Ende gehört hat, hat Team Astra trotzdem die Gelegenheit, jetzt Antworten zu geben. Aber jetzt geht's bei mir, es Fabian, geht oder? Weiter mit Fabian. Das ist richtig. Natürlich. Nachdem man ihn benutzt hat, muss man ihn waschen. Den Penis. Sehr gut. Den wäscht deinen Penis? Das wäre was sonst. Das ist das Erste, was ich genommen hätte. Ja. Hast du noch nie deinen Penis benutzt? Doch, aber dann widerlegt. Nimmt Abzug. Danach wird gekuschelt. Und dann als Zweites, das ich das als Zweites nehmen wir die Mumu. Irgendwann musst du dich doch duschen. Ja, weil ich wasche so ziemlich alles, was ich mal benutze an meinem Körper. Also ist doch eine Quatsch. Ja, aber das wollen wir doch mal sehen. Den Penis. Die Antwort. Penis haben geschrieben. 72. Ja! Ja. Na klar, na klar. Wie viel Prozent des Chats haben ihren Penis gewaschen? 53. Ein sehr hygienischer Chat. Mehr als die Hälfte. Was sonst? Hat sich so, ne? Hygienisch verhalten. Jetzt wird's sehr gut. Ich weiß sonst nicht anders bei mir. Ich muss voll schreien, könnt ihr mal. Ich muss morgen auch noch irgendwas reden. Der Chat denkt an die Timmel. Das ist man das Puploch? Ich weiß es gar nicht. Ja, weil du. Und da ist unser neuer Claim. Ich überlege gerade, wäscht man sich das Pupploch danach? Ich weiß es gar nicht. Kommt drauf an, was du gemacht hast. Du musst jetzt was antworten, David. Ne? Ja, David, du musst jetzt, stimmt, eigentlich musst du jetzt was antworten. Hast du Puploch geantwortet? Nein, warte, ich überlege gerade, ob man sich das Puploch wäscht. Ich, so. Hör auf, das Wort zu sagen. Nach was? Denk an den Chef. Also mit 53% also Puploch gesagt haben. Kann keiner gesagt Ich sage aber trotzdem mal Geschirr, weil das ist jetzt mal... Oh, das ist aber gut. Das ist aber gut. Auf das wäre ich nie gekommen. Ohne Scheiß, das wäre meine letzte Antwort gewesen. Aber Geschirr waschen manche auch. Ist Platz 2. Wer wäscht es? Ja, na klar. Nein. Nice. Wo ist mein Applaus? Ja. Wir sind ja ein Team. Was, ich hab dir das... So, wie viel Prozent haben ihr Geschirr denn gewaschen? 21. Oh, das wird nice. Eure Community. Ihr seid jetzt schon bei 82. Nimmt Drogen und wäscht sich den Penis. Moment, wenn Sie Drogen nehmen, müssen Sie Ihre Bong auch waschen. Stimmt. Gibt's ja auch. Hallo, nicht absprechen. Nicht, aber eine Bong wäscht man nicht. Uke? Ich sag dir eine Sache, die man nie waschen darf. Ist das auch okay? Ist doch Quatsch. Naja, ja, aber nur so zwischendurch so zur Konversation. Nein, wir haben doch drei Pass auf, Dienste. Also so rein ja. Uke denkt statistisch. Ja, ihr habt noch 2 freie Antworten, die ihr lösen müsst, und ihr habt 3 Kreuze frei. Also könnt ihr jetzt auch einen Fehler wagen. Musst du aber nicht. Sag was Richtiges. Socken. Oh. Socken. Ach, wenn du Unterhose ein Geschirr hast du mir Socken geklaut. Im Chat haben Socken geschrieben. Insgesamt. Keine Leute. Okay, sie waschen ihre Penisse, Unterwäsche, Platz. Geschirr, aber nicht die Socken. Fabian, du darfst jetzt natürlich keine Späßchen erlauben. Nein, ich erlaube mir keine Späßchen. Ich hole die Antwort Nummer 3. Hände. Hände, nachdem man seine Hände benutzt hat? Ja, natürlich. Na gut, ja, das ist schon sinnvoll. Die Hände. Hat das jemand geschrieben? Was? Niemand. Ekelhaft. Penis waschen, aber die Hände nicht. Was ist los mit euch? Das macht man ja automatisch. Mit dreckigen Händen den Penis waschen? Kann ich die Frage noch mal hören? Ja? Was wäscht man denn? Wir können uns beraten übrigens. Dürfen wir ja, beraten? Okay. Ihr dürft euch jetzt beraten. Okay. Oh. Ach so. David? Ja? Noch kurz Nachdenkzeit oder geht das jetzt? Ich brauche ganz kurz. Na gut. Man wäscht. Man wäscht. Ein bisschen Zeit können wir dem geben, oder? Könnte man die Zeit so pro Körpergröße, wer am größten ist, darf auch am längsten nachdenken. Da dauert es am längsten, bis das Blut mal so durchzirkuliert ist, bis ein Sauerstoff reinkommt. So, und jetzt ist der Sauerstoff aber angekommen. Also das Ding ist, man wäscht sich natürlich auch
Ich darf nicht laut sagen. Sonst natürlich darfst du das laut sagen. Ich meine, die Haare benutzt man halt nicht. Ja, nee, würde ich auch nicht. Ja, wozu, wozu benutzt du deine Haare? Bist du, lassest du die nicht kriegen oder was? Danke, danke, liebes Publikum, danke. Ich würde, also, Zähne putzen ist ja im Grunde auch eine Art von Waschen. David, ich bräuchte jetzt langsam eine Antwort. Du bräuchtest jetzt eine Antwort. Mhm. Ich finde es, wo du hindenkst, finde ich gut. Ja, sag also, es. Man putzt sich auch die Nase. Nachdem man sie benutzt hat zum Atmen. Ach, benutzt hat. Ist Nase dabei? Hat der Chat Nase geschrieben? Naja. Sag mal, ihr seid nicht so. Okay, das tut mir jetzt natürlich leid. 86 Punkte mal 2 sind 172 Punkte, die es momentan zu ergattern gilt, falls dieses Team jetzt mir eine richtige Antwort liefert. Captain Nils. Also, wir haben uns in den Chat hineinversetzt. Das ist korrekt. Und wir haben uns gedacht, es ist eventuell auch das weibliche Pendant zum Penis. Hä? Oder? Scheinbar hat Eddie nicht viel mitgesprochen. Was, ich bin noch nicht fertig. Also es, das heißt, es könnte Dildo sein oder Vagina. Das sind Möglichkeiten. Das ist interessant, aber du musst natürlich dich für einen entscheiden. Ich möchte die Herleitung erklären. Und ich glaube, im Team, also es ist uns nämlich sehr unangenehm. Exakt, es ist uns sehr unangenehm. Und ich nehme aber, ich möchte meinem Team Folge leisten. Und deswegen sage ich das, was mein Team. Ede. Was mein Team sagen wollte. Und mein Team wollte sagen: Dildo. Dildo. Können wir kurz. Also Dildo, ich möchte Vibrator. Genau das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil meiner Auffassung nach definieren wir das als das Gleiche. Ne? Da sind wir uns einig. Sehr gut. Das sind aber rein technisch gesehen zwei komplett unterschiedliche Dinge, weil motorisiert und. Hallo, kannst einfach, keine Ahnung, eine Zahnbürste dran stecken und dann. Was? Sie nicht bei RTL, wo man bescheißen kann. Kannst ja auch nicht sagen, Auto oder Seifenkiste, weil es eigentlich auch irgendwie das gleiche. Frag mal Colin, wie er das so sieht. Der hat einfach einen Akkubohrer an seine Seifenkiste gemacht. An seine Seifenkiste? Ja, an seine Seifenkiste. Und dann hatte die einen Antrieb. Wo hat er sich das dann hingesteckt? An seine Seifenkiste. Das ist die Redaktion, das machen wir. Sehr gut. Wir schauen erstmal, wer hat geantwortet? Dildo oder Vibrator? Ist das dabei? Jawohl! Okay, es wird echt spannend jetzt. Was passiert eigentlich, wenn ihr alle verkackt? Ja, wir kriegen jetzt die Punkte. Kriegen wir jetzt die Punkte? Klar, natürlich. Naja, aber bevor es... Sie konnten uns das nicht klauen. Ja, die kriegen die Punkte der Worte, die sie gelöst haben. Ja, leider. Aber nicht mehr. Mehr nicht, nee. Wir brauchen auch nicht mehr. Im Moment zufrieden. Das wird sich zeigen. Okay, also... Das ist nämlich doppelte Punktzahl. Genau, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja Runde 2, das heißt doppelte Punktzahl. Das heißt, Simon, falls du jetzt keine Antwort parat hast, die der Chat auch wirklich... Wie, was? Wie, was? Zahnbürste? Nee, wir dürfen nicht mehr. Zahnbürste? Das ist schon. Aber wir haben einmal die Chance, die Punkte zu klauen. Wenn wir das nicht schaffen, kriegt das gegnerische Team die Punkte. So ist es. Dann gehen jetzt... Darf ich jetzt oder darf ich? 164 Punkte an Team Astra. Wieso habt ihr denn 0 Punkte? Habt ihr echt 0 Punkte? Konkurrenz gewünscht. Aber ich würde mich interessieren, weil wir hatten Zahnbürste, hatten wir auch noch überlegt. Stimmt, wieso hat eigentlich niemand Zahnbürste gesagt? Wir haben überlegt, aber Zahnbürste. Wollen wir noch mal kurz habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, die ihr gesagt hättet, wenn ihr Zahnbürste? Ihr so? Ja, hatten wir auch überlegt. Oder Mumu tatsächlich. Was? Oder Mumu. Hund. Okay, Mumu und Zahnbürste, was sagt ihr so? Benutzt du deinen Hund? Also wir hatten exakt die gleichen. Wir hatten Zahnbürste, hatten wir auch, und, aber das Team hat sich dann für die intimere Variante entschieden. Tja. Wofür sich der Chat entschieden hat, lösen wir jetzt auf. Was waren die offenen Antworten? Platz 3 war... Das war mein erster Gedanke, deswegen musste ich da so lachen. Aber dann habe ich es natürlich nicht gesagt, weil es so schwachsinnig ist. Ist das euer fucking Ernst? Kondom. Schon, wir müssen die Sendung mal kurz unterbrechen und erklären, wie Kondome funktionieren. Leute. Kondome, liebe Community, benutzt man nur einmal. Es gibt keine Mehrfachkondome. Das ist korrekt. Ich hoffe, dass das der Chat verinnerlicht hat. Denn Kondom haben wie viele Leute geantwortet? Alter. 11%, immerhin ein Zehntel des Chats. Das war die Sendung, wo wir unsere Sendelizenz verloren haben. Ich wollte es nur sagen. Wir müssen das positiv sehen, weil das Geld, was die an Kondomen einsparen, spenden die uns vielleicht.
Vielleicht. Ja, aber dann kriegen sie Kinder und müssen die Kohle wieder... Und dann zahlen die Kinder aber auch wieder an uns. Das ist es. Alle Kinder, die trotzdem durchkommen müssen, eh da. Wir leiten das an die Marketingabteilung weiter. So, und beschäftigen uns jetzt mal mit der fünften Antwort. Was wäre denn der fünfte Platz gewesen? Ja, fuck! Nein! Da wäre sie gewesen, die Zahnbürste. Stell dir mal vor, ich hätte es so gesagt. Stell dir mal vor, ich hätte es nicht gesagt. 7%. Irgendein Paralleluniversum, wo du es getan hast. Und alle haben gelacht, da wette ich. Alle haben dann gelacht und dann kam es. So war es nämlich in diesem Paralleluniversum. Das ist ein geiles Paralleluniversum, leider. Das ist das bessere Universum. Ja, man weiß es nicht. Shit. Hier gibt es auch Mitglieder. Oh. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ihr wart nämlich so laut, ihr habt das gar nicht gehört. Aber die dritte Chatfrage wurde jetzt gerade gestellt an den Chat. Ihr wisst das natürlich nicht. Aber der Chat darf jetzt abstimmen über die dritte Frage. Und ich darf mir so lange eine wunderschöne Unterhaltung liefern mit Fabian. Fabian! So. Und jeder fragt sich natürlich, was hat dieser Mann gemeinsam mit Kollega und Günther Jauch, glaube ich. Was? Hä? Hab ich? Ich habe mir einmal ein hervorragendes Rap-Battle geliefert. Diesen Mann da hinten. Aber ansonsten... Echt jetzt? Ja. Ich dachte eher an dein abgebrochenes Jurastudium. Ach so. Ah, das habe ich schon so lange vergessen. Ich habe es ja auch nicht abgebrochen. Ich habe es ja abgeschlossen. Hast du? Ja. Dann, also okay, ihr Kollege ist ja noch dran. Ich glaube, der ist damit ja noch nicht fertig. Ja. Und deshalb war es abgeschlossen. Hast du es echt abgeschlossen? Ja, für mich ist es abgeschlossen. Also für die Uni ist auch generell. Ja, ja, für die Uni ist auch abgeschlossen. Die haben auch immer gesagt, sie brauchen nicht mehr kommen. Es ist abgeschlossen. Ist es mit einem Abschluss abgeschlossen? Oder ist Hashtag exmatrikuliert. Ah, also könnten wir Sie verklagen jetzt so auf, oder? Wieso mich? Wieso denn mich verklagen? Warum? Ich meine, rein, falls wir müssten. Das Lustige ist ja, dass Jurist kein geschützter Rechtsbegriff ist. Ziemlich lustig. Insofern kann sich jeder Jurist nennen. Also ich bin auch Jurist. Echt jetzt? Wir sind leider alle Juristen. Das macht so ein bisschen verwässert. So voll geil. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Geil. Da habe ich ja drei Abschlüsse jetzt. Geht das mit Dozent auch, Uke? Ja. Ist Dozent auch ein ungeschützter Begriff? Ja, klar. Was macht man noch so ungeschützt? Ich bin übrigens auch, ich bin ja Pastor. Du bist Pastor. Ich bin Pastor der Church of the Subgenius. Also ich hätte euch in den USA auch verheiraten können. Geil. Machen wir nächstes Mal. Ja, das Lustige ist, das ist kein Scherz. Nein. Ja. Warte das mal kurz. It's funny because und hier lernt man halt noch was. Okay, ne? Wir fragen einer den anderen. Sendelizenz völlig umsonst? Nee, hier lernst du was. Aber ich bin aufgeholt, die Kondomnummer. Etienne, was weißt Kondome du da über geschützte und ungeschützte Begriffe? Bitte? Was weiß ich über geschützte und ungeschützte? Wieso versteckt sich Uke jetzt so? Der ist gerade nicht wieder da. Auf. Ah, ja. Alles gut. Okay. Du warst da aus dem Publikum. Ja. Was war jetzt da geschützt? Was ist da jetzt geschützt oder ungeschützt passiert? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Was meinst du mit ungeschützt oder ungeschützt? Ist der echt ein Pastor? Ja. Ey, okay, hier herrscht jetzt viel zu viel Chaos. So, wir beenden das Chaos mal. Ja. So. Jetzt wird hier nämlich es durchgegriffen nämlich und wir jetzt gewinnen. Hallo. Oh, Jungs, wir sind hier nicht in der letzten Reihe im Bio-Unterricht. Wir reißen uns jetzt mal alle zusammen. Und ich krieg die dritten von euch. Das heißt, ich krieg Fabian und Etienne hier ran. Mach ihn. Sie weggeohnt. Fabian, warum mal bei der Bundeswehr? Stimmt. Bundeswehr. Wie war das so? Das war gut. Ich habe alle angeschrien. Du hast alle angeschrien? Ja. Hallo, auch Eddie. Sorry. Geht das so? Ich war auch mal seid ihr alle bereit? Weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben? Natürlich. Das war lustig. Das war eine lustige Geschichte, muss man erzählen. Habe ich dir eigentlich die Schulter ausgekugelt? Ja, nein, ich habe dir das Bein gebrochen. Ach, das war die Geschichte, ja. Die Kugel ausgeschultert war. Geht das? Die Kugel ausschultern? Die Kugel ausschultern, das geht natürlich. Das geht. Ja. Was sonst noch geht, erfahren wir jetzt. Denn der Chat hat abgestimmt. Eine perfekte Überleitung. So, passt auf. Ja. Die nächste Frage lautet, nennt etwas... nennt etwas... Sagt die Regie gerade, Moment, warte noch ein bisschen. Ja, die zögern es noch vielleicht ein nicht. Wir haben die Ergebnisse haben die noch nicht vorliegen. Ja. Doch, die haben wir vorliegen. Mhm. Aber ihr seid noch nicht zu dem Ergebnis gekommen, was die Frage ist. Das ist die Frage, nennt etwas. Ohne Scheiß, das ist die Frage. Wer hat sie auch gerade gesagt? Boah, seid ihr Assi, ey. Nennt etwas. Seid ihr Assi. Ja, okay. Ist das die Frage? Ja, ich brauche jetzt eine Antwort von dir. So, sag was. Ich weiß die Antwort. Ich weiß die Top-Antwort. Na, aber du darfst jetzt nicht reden. Ich weiß, aber mach du erstmal. Ich mach dann die Top-Antwort. Kappa. Oh. Nice. Wir schauen. Hat der Chat die ersten vier Antworten? Ist Kappa dabei?
Nein! Hat niemand gesagt. Du hast jetzt natürlich die Chance, Fabian, es zu retten. Sex. Okay. Du kennst mich nicht. Ihr könnt ihr das alle nicht. Hat der Chat Sex gesagt? Doch klar, was? Okay. Nils ist dran. Ach so, jetzt. Ist jetzt wirklich der zweite? Ach nee, was ist denn jetzt eigentlich los? Ach so, nee, stimmt. Eddie war hier hinten, dann ist jetzt Simon wieder. Warum tauscht ihr Plätze? Nils muss die nächste Antwort geben. Also weißt ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sich so das ein bisschen abgenudelt hat im Laufe der Zeit, aber wenn wir die Antwort davor nicht gehabt hätten, hätte ich wirklich Penis gesagt. Und dadurch, dass ich sag Penis. Ich wollte gerade sagen, traust du unserem Chat zu, dass diese Antwort wegfällt? Aber ist Penis dabei? Ja, aber wirklich auch Penis? Natürlich ist Penis dabei! Sehr gut! Penis sagt noch. Hast du Penis gesagt? 9%. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Aber natürlich ist es dabei. Ist natürlich immer ein gutes Steckenpferd, Penis zu sagen. Geht immer durch. Ne? Geht immer. Nein. Ihr kommt nie wieder ran. Ach so. Okay, David. Stimmt, natürlich. Ja, David darf auch noch mal. Es geht so darum, wer höher hat. Ja, klar. Den längeren. Ja. Ist das so? Ja. Um diesen Vergleich abzuschließen, David, du bist dran. Wenn man etwas nennen soll, dann nennt man natürlich etwas. Etwas sagt denn auch. Ah, Platz 1, etwas mit insgesamt. Oh, das ist natürlich ziemlich weit vorne. Es wird jetzt sehr schwer, das zu halten. Das wird echt schwer. Aber dass du das nicht gemerkt hast. Nee, ich denke immer nur an Sex. Also, Sie sind so langsam. Also ihr liegt jetzt natürlich. Nein, es wird sich nicht beraten. Nee, wir beraten. Wir überlegen. Ich wollte das technisch. Wir beraten nicht, wir überlegen nur. Alles klar. Jeder für sich. Kollektives Überlegen machen. Nein, nicht kollektiv. Nee. Scheiß, mach doch mal. Kennst du nicht, ich warte taktisch. Entschuldigung, es tut mir leid. Wir haben hier einen Juristen. Mein Fehler. So, du bist dran, oder? Habt ihr es geklärt? Ja, Uke ist jetzt dran. Warum? Ach so, ja. Denk dran, mal 3. Also ich würde gut aufpassen, dass ich mich jetzt nicht verschätze, weil sonst kriegen die Punkte. Hör mal auf, mich so unter Druck zu setzen. Ich will dich auch nicht unter Druck. Oh, ich weiß was. Gut, okay. Also. Nein. Ich sag nur, ich weiß was. Uke? Sag ja nichts. Also, die Frage war? Die Frage war, nenne bitte etwas. Bitte? Nein, bitte habe ich jetzt hinzugefügt. Nenn etwas. Also wir haben etwas, wir haben Penis. Mhm. Ja, oder? Ja. Ja. Eigentlich alles gesagt, oder? Eigentlich ist das Thema durch. Aber also nur um. Das ist aber echt nicht leicht jetzt. Nee, es ist also das Feld ist schon breit. Also es kann schon vieles sein. Aber ich finde so einfach um so dem Vorwurf des Sexismus ein bisschen gerecht zu werden. Ja, also Moment, nee, nicht Fall. Gerecht zu werden, sondern vorzubeugen, so, finde ich, wenn wir verzeihen. Penis nennen, müssen wir genauso auch das weibliche Geschlechtsorgan. Möchtest du das echt so genderisieren jetzt? Die Abstimmung so? Ich finde, das ist nur fair. Also wo das Feld so weit ist. Wie viel Zeit haben die eigentlich zu antworten? Das ist ja eine Frechheit hier. Na, also Simon hat gerade gesagt, man muss sich vorher ein bisschen unterhalten. Das ist also für die Zuschauer auch interessanter, wenn man das ein bisschen erläutert. Wir wollen nämlich das Publikum unterhalten. Genau, also es geht auch ums Publikum. Kommt da jetzt über die Haltung auch noch? Er fühlt sich in die Ecke gedrängt und dann. Nein, ich habe jetzt sag was. Vagina. Also ich brauche jetzt schon den konkreten Begriff. Von Anfang bis Ende. Vagina. Das sagt doch niemand. Ja, ohne Scheiß, wer sagt denn bitte wir Vagina? Haben Angst davor. Hat irgendjemand Vagina gesagt? Also ob das jetzt Vagina ist oder Mumu oder Muschi, das ist doch jetzt egal. Niemand hat Vagina gesagt. So. Aber klar. Ihr habt jetzt 2 Kreuze. Ja, man sagt auch normal. Ich sag's jetzt direkt, damit die sich nur ganz kurz titten. Ich möchte nur kurz. Titten. Titten ist ein gutes Stichwort, aber fairerweise, ihr dürft uns beraten. Jetzt nehmen wir Loks ein. Ihr dürft uns beraten. Titten. Nein, ich möchte nicht, dass ihr euch beratet. Deshalb sage ich Titten. Wir sind ja noch dran. Titten. Sofort Titten, bitte. Hat jemand Titten gesagt? Ach komm, was ist los mit euch? Drogen. Tja, also ihr könnt natürlich weiterhin rumspekulieren, aber etwas leiser, denn das Team Bohnen muss sich konzentrieren und mir jetzt eine Antwort abliefern. So. Mumu fällt unter Vagina. Noch 5 Sekunden geben wir denen, die können ja auch mal kurz nachdenken. Deshalb habe ich so schnell geantwortet. Hallo, also wenn ich hochrechne, wie lange Uke rumspekuliert hat an der Vagina. Weil ich das irgendwie erklären wollte. Weil sie nicht an, sie ist neu. Ich habe. Ja.
Nähe hergestellt. Okay, jetzt ist aber Schluss. Ja, okay, ich habe es. Ja, ich habe es. Ja, ja, ich habe es. Ich Babyprobleme. Oh, guck mal, wir sind voll Babyprobleme. Guck mal, wir sind alle so rot und okay, jetzt könnt ihr mal echte Chat-Profis bei der Arbeit sehen. Ja, dann sage ich das jetzt. Jetzt könnt ihr die mal beobachten. Wir haben uns in den Chat hineinversetzt und. Der aktuelle Running Gag ist aus einem Spiel mit Bart und es ist Babyproblemi. Und es wird ständig gesagt, ständig sagen die Leute Babyproblemi. Und wenn die das jetzt nicht sagen... Es ist ja auch ein Problemi. Dann Babyproblemi. Das kannst du gar nicht verstehen. Aber das ist ja das Heimvorteil. Ja, exakt. Ja, hättest halt mal unseren Sender ein bisschen verfolgen müssen. Ja, ein bisschen Rocket Beans halt gucken müssen, was soll ich da sagen. Heimvorteil. Heimvorteil. Wer hat das gesagt? Wer hat das als erstes gesagt? Wer hat Heimvorteil als erstes gesagt? Die. Echt? Okay. Der Gag geht an dich. Okay, der Gag geht aber an euch. Wer hat Heimvorteil gesagt? Ich. Achso, okay, dann kriegt Uke die Hälfte. Dafür ist er auch Dozent. Ich möchte auch mal die Hälfte des Dings ist meine. Schön ist, es passt auch zu dieser Kondomabwasch. Wir kommen jetzt zur Auflösung. Babyproblemi. Ja? Wie ulkig ist das? Das ist ja total. Babyproblemi sagten insgesamt 15% des Chats. Unglaublich. Das, ich finde das auch unglaublich. Das ist quasi eine Trilogie. Und dann haben wir der nächsten Frage. Ja, ich habe auch keine Lust mehr. So, Moment, das hat das Simon geantwortet. Haben wir noch Bier, bitte? Ist das korrekt? Simon hat gerade geantwortet. Nils hat geantwortet. Als Nils hat geantwortet, aber, die Antwort kam von mir. Nils, du hast... Nils, ich darf dir gratulieren. Dass ich dir das gesagt habe und du das Wort Problem hier... Ich habe dich gefragt, was das zweite Wort ist. Sollen wir es einfach... Ja, aber ich habe das könnt ihr mal kurz gleich erklären. Aber der Impuls kam schon von mir. Wir wollen gar nicht wissen, wie viele Punkte sie geholt haben. Wichtig ist, dass Ede nicht dabei ist. Möchtest du wissen, wie viele Punkte du geholt hast? Ja, natürlich. Nils, ich gratuliere dir. Du hast 288 Punkte nach Hause geholt. Ja, Jungs! Könnt ihr ganz kurz erklären, wo Babyprobleme herkommen? Nein. Nein, das machen wir jetzt nicht mehr. Warum? Können wir jetzt mal gucken, was wir noch hier nach Hause Stunde so wie wir gekommen sind? Wollt ihr fairerweise den Gästen kurz erklären, wo ihr es her habt? Aus Spiele ganz mit im Bart. Ernst, das ist irgendwann in eine dieser Folgen, die ich auch nicht gesehen habe, nachträglich reingeschnitten worden von Gregor und hat sich zum Running Gag entwickelt. Mehr weiß ich auch nicht, obwohl ich dabei war. Aber was war das Stichwort? Keine Ahnung. Ein Baby oder ein Problemi. Können wir jetzt noch mal wissen, was die Nummer 4 war? Das würde mich auch interessieren. Mich würde es auch interessieren. Was war denn die Nummer 4? Schon weg. Pumloch! Das ist nicht euer Ernst, oder? Das glaube ich euch. Pumloch. Und ihr seid doch, ich soll nicht ums Pumloch reden. Das war es. Ich werde nur noch über Pumloch reden. Sie sehen. Mein lieber Chat, diese ersten drei Runden waren, glaube ich, für euch genauso wie für mich genauso schön wie auch überraschend und ein bisschen pervers, aber vor allem schön und überraschend. Und damit es auch so weitergeht, stellen wir dem Chat jetzt die erste Glaubensfrage. Ach so, wir haben noch nicht jetzt brauchen wir unseren Stift, oder? Hier läuft... Cool. Was? Ich bin immer noch bei Publoch, Entschuldigung. Das ist ein schönes Wort, ich finde. Ist das von Hannes? Hat Hannes das Publoch etabliert? Ja, oder? Nee, er hat das Publoch gerade vorhin etabliert in der Runde 2. Ob man die wäscht. Ach so. Ja, sehr schade, dass ihr das nicht nochmal genannt habt dann. Das ja. Hat euch natürlich den entscheidenden ja. Punkt gebracht. Ja. Gut. Ja. Aber es ist ja schon relativ, also immer noch relativ knapp, ne? Also das können wir immer noch holen. Das könnt ihr auf jeden Fall noch einholen. Allerdings wird das erst nach der Werbung möglich sein. Wir entlassen jetzt euch und die Zuschauer kurz in eine Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder da. Gell? Ja. Nice. Voll.